So, hi Leute, ich habe einen Panzer gebaut, den werdet ihr bestimmt vom Eisaussehen schon kennen. Aber ich habe jetzt noch was verbessert. Eine Kanone und noch eine Kanone. So, ja, da habe ich ihn angeschalten. Oh, oh, oh. Also, so sieht die Fernbedienung jetzt aus. Nach vorne, so, zur Seite, so. Hier vorne habe ich jetzt Lichter. Wenn ich nach vorne oder nach hinten fahre, gehen die an. So. So, wenn ich dieses Teil hier reinstecke. So. Und ich betätige diesen Schalter hier. Den hier. Den. Dann zieht dieses Teil, also der Motor, zieht dieses Teil hier rein. Und nach vorne, meinte ich, und das gibt nach vorne und schießt. Habt ihr auch gerade gesehen, hier, das, wenn ich da unten drücke, das schießt weg. Und so ist es auch, wenn ich mit dem Teil hier schieße. Also hier, nach unten, warte, ich schieße mal die Kamera. So funktioniert das. So, und das hier, das ist eine Gummikanone, bis zu 4 Gummis, aber ich habe jetzt nur 3. Hier ist ein Motor, wenn ich das hier betätige, setze ich das. Und da muss ich ein Gummi nehmen hier. Ja. Vorne drüber ziehen. Und dann hier hinterziehen und da hinten drauf. Dann muss ich eine halbe Runde weiter drehen. Und dann kommt der nächste immer so weiter. Und ich mache jetzt mal 3 drauf. So, das hat jetzt 20 Sekunden gedauert. Und wenn ich jetzt hier anmache, seht ihr da hinten. Ja. Funktioniert cool. Also gut, ja. Das war meine Verbesserung vom Panzer. Ja, und hier kann man hier vorne noch dieses Teil runterklappen und dann kann es Lego-Menschen wegschieben und so. Ist ziemlich treffsicher, alles automatisch. Das ist ja ganz gut. Aber ich muss jetzt 2 Empfänger und 2 Fernbedienungen. So, Film. Auf der anderen Seite auch. Das war mein Video. Tschüss.